Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Fadi Akin präsentiert Gangsterfilme. Gangsterfilme, die mein Werk beeinflusst haben. Und ein Film, der mein komplettes Werk extrem beeinflusst hat, ist Eşkıya von Yavuz Turgul aus dem Jahre 1996. Dies ist ein türkischer Film, also von meinen Motherlands sozusagen. Und Eşkıya kam raus, als ich eigentlich die Türkei cinematografisch angefangen habe zu entdecken. Mein zweiter Kurzfilm, Getürkt, spielt in der Türkei. Und die Filmcrew, mit der ich gearbeitet habe, die kamen alle gerade vom Set von Eşkıya und haben erzählt, dass da jetzt ein neuer Film kommt und dass der ganz großartig sein wird. Und bevor Eşkıya war das türkische Kino in einer Krise, so ähnlich wie das deutsche Kino jetzt, also es wurde wenig geguckt. Die türkischen Zuschauer haben eigentlich nur ausländische Filme gesehen, überwiegend amerikanische, und haben das heimische Kino völlig ignoriert, bis eben Eşkıya kam mit Şener Şen und Yavuz Turgul in den Hauptrollen. Mit Şener Şen und Uğur Yücel in den Hauptrollen. Yavuz Turgul hat den Film gemacht. Und Şener Şen ist einer meiner Lieblingsschauspieler. Ich bin sozusagen mit ihm aufgewachsen. Er ist ein der herausragendste Schauspieler vielleicht des sogenannten Yeşilçam-Kinos, des Kinos der Ende 60er, 70er und Anfang der 80er Jahre der Türkei. Und Uğur Yücel war quasi die nächste Generation. Und der hat dann mitgemacht in Soul Kitchen und zuletzt in Rheingold von mir. Viel Spaß mit Eşkıya, einem türkischen Gangsterfilm.